das Bakterium ist nichts, das Medium ist alles, gilt dann auch für den Virus. Ja, also, ja natürlich. Das heißt, wir sind in dem Augenblick ein gutes Medium für den Virus und deshalb ist er da. Und, ja, natürlich. Ja, schau mal, im Labor, wenn du zum Beispiel zum Hanoas gehst und der nimmt Abstriche, der schickt das zum Labor und dort wird es gezüchtet. Und guck mal, ob sie, das heißt, man gibt ihnen das Essen, was sie brauchen. Genauso, wenn etwas in meinem Körper wächst, dann muss ich nicht fragen. Ich habe das. Milch und Milchprodukte sind schleimbildend. Zucker ist Gift. Das gehört nicht dann zur Natur. Es gibt keinen Zucker in der Natur. Also Zucker schon, aber wir reden jetzt, du redest vom industriell hergestellten Zucker. Natürlich, ja. Nicht Fruchtzucker, dieser synthetische Zucker, dieser raffinierte Zucker, raffinierte Reis gibt es nicht. Diese Mehl gibt es auch nicht. Die sind alle Sachen, was wir selber gezüchtet haben und wir ernähren uns dann davon. Dann haben wir auch Stress. Also wir haben dann beste Million, damit wir nicht nur Viren, sondern auch jede Menge Bakterien, Pilze und alles dann drum und dran haben. Lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, dass du vielleicht einmal zusammenfasst. Also wo du sagst, okay, das hilft jetzt wirklich als Therapie gegen Viren. Also das Magnesium hast du ja angesprochen. Das scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Das wissen wir jetzt. Aber gibt es vielleicht noch ein paar andere Dinge, wo du sagst, das kann jeder machen, um einfach das Milieu zu verbessern, um Viren zu vertreiben. Gib uns ein paar Punkte, vielleicht, dass wir eine kleine Übersicht haben. Ja, habe ich schon durchgesagt. Das ist für mich eine komplette Therapie. Okay. Ja, das ist nicht einfach, aber das ist auch nicht schwer. Denken wir, was eine Zelle braucht. Die Zelle hat ein Programm. Auch dann einige Bedürfnisse. Das ist gut, wenn wir diese Bedürfnisse uns klar machen. Ja, das fängt damit, wie gesagt, ich wiederhole mich dann jetzt mit Sauerstoff. Wasser, Magnesium. Nach Wasser brauchen wir Magnesium. Noch nicht Essen. Dann sauberes Essen. Artgerechte Essen. Das ist schwierig, aber okay, gut. Ich schaffe für mich einen Kompromiss. Ich bleibe 80% bei Rohkost. Ich meine, ich muss auch sagen, der Mensch ist von Natur aus 100% muss gekocht essen. Aber warte mal. Nicht gekocht durch Ofen und Herd. Sonne hat alles gekocht. Sonne kocht alles einmal für uns. Sonne hat alles so schön vorbereitet. Aber leider, wir sind im Laufe Jahrzehnte so weit weg von Natur, von unserer artgerechten Ernährung, dass wir das verlernt haben, diese Rohkost überhaupt zu verdauen. Deshalb kriegen wir Probleme, ne? Wenn wir dann jetzt mit Rohkost anfangen. Aber ich denke, 80% Rohkost insgesamt und 20% gekocht, aber schonend gekocht. Und vorsichtig mit Inhalt, nicht, dass wir jetzt anfangen mit Grillen und scharf braten ja, solche Sachen, ja, dass wir dann schonend diese 20% vorbereiten. Ja, dann geht es auch Sport. Sport ist ganz wichtig. Der Urmensch hat sich bewegt. Jeden Tag, zum Teil 20 Kilometer. Was macht der moderne Mensch? Ich laufe kurz zum Auto. Dann steige ich ein, gehe ich zum Arbeitsplatz und ich sitze vor Computer. Ich werde durch Strahlen beschädigt. Ich sitze und sitze nicht schlimmer als Rauchen, ne? Sagen alle. Also, gut, wo bleibt körperliche Bewegung? Wie kann meine Lymphe sich bewegen? Man sagt, 3/4 von unserer Flüssigkeit liegt im Lymphbahnen. Und Lymphbahnen sind leider nicht an Herzpumpe geschlossen. Wie muss er uns bewegen? Durch Muskelkontraktionen bewegt sich diese Lymphflüssigkeit. Also bewegen wir uns. Deshalb habe ich im Protokoll geschrieben, Sport genauso wie Essen, wie Magnesium, ist ganz, ganz wichtig bei Therapie von chronischen Erkrankungen und auch dann, wenn es dann viral bedingt ist. Ja, Stressmanagement, das ist ganz wichtig. Deshalb, man kann nicht dann einen Baustein weglassen. Und wie gesagt, man muss von allen Sachen dieses Virus therapieren, weil das Virus ist im Laufe der Zeit so raffiniert geworden, dass er von verschiedenen Ecken sich irgendwie reindrängt. Und deshalb müssen wir auch klug sein und dass wir unseren Plan noch raffinierter machen, dass wir ihn von allen Ecken und Seiten überraschen. Ne? Das ist mein Ziel in dieser Woche. Ja, und eine Sache, die will ich gerade noch ergänzen, die hast du mir eben im Vorgespräch gesagt und die fand ich sehr interessant, Stichwort Erdenergie. Vielleicht sagst du da auch noch was zu. Ach, Erdenergie. Vor 3 oder 4 Jahren hat Dr. Klinkhardt gesagt, jeder muss sich 20 Minuten auf den Boden hinlegen, sogar so wie einen Grab rausholen und dann so ein schwarzes Tuch darauf tun, damit die Ameisen und
Flieger nicht kommen und 20 Minuten hinlegen. Erdenergie ist die beste Therapie. Ach, ich habe das auch gehört. Ich habe darüber gelacht. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein... lustige Geschichte, ja. Bis dann dieses Sommer, dieses Frühling lag ich dann im Garten auf Picknickdecke. Auf einmal merke ich, komische Energie, so Elektroenergie, so richtig elektromagnetische Energie. Ich bin hochgesprungen. Ich dachte mir, Gott, ich bin elektrisiert, es gibt ein Elektrokabel. Dann dachte ich mir, ich bin in Gefahr. Dann gucke ich nach einem nackten Kabel auf dem Boden. Ich finde nichts. Dann kapiere ich erstmal, dass Dr. Killinghardt richtig gesagt hat. Und dann, wenn ich ihn sehe, ich würde ihm sagen, man braucht überhaupt sich nicht die Mühe machen, die Erde rauszugraben, einfach so auf dem Boden liegen. Die Erdenergie ist was Faszinierendes. Und vorausgesetzt ist das, dass du barfuß läufst. Wenn du diese komischen Schuhe anhast, einfach durch diese 2-3 Zentimeter Plastik haben wir uns vor Mengen Energie leider getrennt. Das finde ich dann total schade. Ich laufe dann im ganzen Sommer und Frühling barfuß. Ich jogge jetzt barfuß. Ich habe keine Lust mit. Ich habe auch dann, wo der Boden vereist war, versucht dann zu Fuß einfach so barfuß zu laufen. Und man hat nachher eine enorme Ruhe. Und wo ich laufe, ich merke die ganze Zeit diesen Energiefluss, was in meinem Körper fließt. Und nichts kann diese Energie von mich ersetzen. Die zweite ist dann, parallel ist dann Sonnenenergie. Aber dann muss man auch die Körperteile nackt vor den Körper setzen, aber nicht dann bekleidet, ne? Oder auch dann mit Sonnenschutzcreme und so. Aber auch in Maßen natürlich. Aber da haben wir bei uns in unseren Regionen nicht so das Problem mit. Ja, in Deutschland nicht, ja. In Deutschland nicht. Ja. In Iran bist vielleicht, aber nicht hier. Ja, hör mal, wir haben jetzt sehr, sehr langes Interview gemacht und ich denke, wir werden das Interview aufteilen in mehrere Teile, aber es war so spannend. Ich hatte jetzt keinen Punkt, wo ich gesagt habe, hier können wir abschließen. Also das war wirklich sehr, sehr erhellend und ich wette, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Aber ich denke, wir kommen jetzt hier zum Schluss und wir haben sehr, sehr viele Punkte angesprochen. Was wir jetzt zum Schluss machen wollen, denke ich, ist folgendes. Ich habe es am Anfang angekündigt, ein Gewinnspiel und wir lösen jetzt einfach mal auf, was das Gewinnspiel ist, denn wir werden verlosen einmal das Protokoll, das du geschrieben hast, wo du gerade darüber gesprochen hast, dieses Buch oder E-Book ist es ja, das werden wir dreimal verlosen und zwar machen wir es in altbewährter Manier unter allen von euch, die unter diesem Video auf dem Blog einen Kommentar abgeben, unter denen werden wir dreimal dieses E-Book verlosen. Und als Termin setzen wir, ich gucke in den Kalender, den 27. November einschließlich. Wer bis dorthin einen Kommentar abgegeben hat, Fragen gestellt hat, was auch immer, unter dem Blogartikel, unter diesem Video, gerne auch auf YouTube, der bekommt eine Eintrittskarte für das Gewinnspiel und kann eins der E-Books gewinnen. So machen wir das. Und wer sich noch interessiert für dein E-Book, da werden wir einfach einen Link hier unten drunter einblenden. Dadurch, dass es ein E-Book ist, ist der Preis sehr moderat, sehr niedrig. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass man diesen Informationen, die wir dort von dir bekommen, was wir hier bekommen, gehört haben heute schon, das waren ja schon eine große Menge an Informationen, dass man dort sehr viel mit erreichen kann. Und dass auch solche Leute, die vielleicht wirklich lange mit chronischen Krankheiten zu tun haben und mit den klassischen Vorgehensweisen vielleicht nicht zu der Lösung oder zum Erfolg gekommen sind, dass sie jetzt plötzlich vielleicht dann doch eine Möglichkeit haben, dort ihr Leiden zu verbessern. Und das wäre mein Wunsch und das ist, denke ich, auch dein Wunsch. Ja, möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Irgendetwas, was du uns mitgeben möchtest? Ja, ich sage immer, nicht aufgeben. Wenn es Leute draußen gibt, die alles dann Mögliche versucht haben, die sind immer noch krank, denkt ihr bitte an den Viren und die kann man beseitigen. Dankeschön, Andreas. Ich danke dir, liebe Sarah. Es war sensationell. Viele, viele tolle Informationen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, gebt doch bei YouTube einen Daumen hoch oder lasst einen Kommentar unten drunter. Wie gesagt, ihr könnt damit auch gewinnen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt auch gerne unter das Video drunter und die Sarah wird dort auch reinschauen und gerne auch eure Fragen beantworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute für dich, liebe Sarah, für deine wirklich
sehr, sehr hervorragende Arbeit. Ich wünsche dir, dass du viel Erfolg damit noch hast und viele neue Erkenntnisse vielleicht auch noch bekommst und vor allem vielen Menschen damit auch helfen kannst. Das ist mein Wunsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für dich. Ciao.